Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond oder die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Liebe Damasia, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts. Das bleibt immer so, weil das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist. Und es ist wie ein Momentaufnahme, ist auch einzigartig, zeigt dein Seelenplan. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Das ist deine Persönlichkeit zum Leben, dann die Besitz, Finanzen, Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung, dann dein Wissen, Informationen oder dich behaupten gegen Geschwister, Verwandten oder Konkurrenten. Das ist dieser Lebensbereich. Dann brauchst du eine Basis, ein Fundament oder gründest etwas. Dein Zuhause ist auch sehr wichtig. Dann die Kinder, deine schöpferische Kraft, deine Lebensfreude, deine Kreativität. Dann ist es wichtig, dass du in dieser Wandlung, dieser Prozess durch hast. Und noch wichtig ist, deine Berufung zu leben, Anerkennung zu bekommen, etwas erreichen, deine Ziele erreichen, Respekt bekommen und die Geheimnisse des Lebens zu erforschen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt so, daran ändert sich nichts. Was sich ändert, das bist du und machst Lebensschritte in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahre bewegen wir uns auf anderen Boden, haben wir anderen Themen wichtig, haben wir andere Eindrücke oder lernen wir was anderes in dieser Zeit. Du befindest dich gerade in Krebsperiode und das ist für dich wichtig, ein Zuhause zu haben, aber auch die innere Ruhe zu haben, bist öfters mal im Rückzug und das, was deine Seele sucht, ein Zuhause. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Bei Sonnenbewegung muss ich das beschreiben, weil in Wirklichkeit macht die Bewegung unseren Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Ich starte April 2019 mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet unserem Sonnensystem und Pluto befindet sich im Schützen. Und das heißt, alles loslassen, verabschieden, was deine Werten oder dein Selbstwertgefühl verletzt. Und dann entdecken deinen eigenen Werten. Und wenn du diese Energie hast, dann um die Finanzen kümmern und überlegen, was brauche ich nicht. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Es ist nicht nur die Finanzen hier, sondern auch, was willst du im Besitz nehmen, was brauchst du in Wirklichkeit. Neptun bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir daran glauben. Und dann kannst du deine Wohnung oder dein Haus traumhaft schön
gestalten. Neptun zeigt diese Kreativität. Aber Neptun hat eine andere Seite auch, und das ist nicht die Kraft oder die Energie Neptuns, sondern wenn das missbraucht wird, wenn man etwas Märchenhaftes erzählt, und wir neigen dazu, das zum Glauben, weil das klingt so schön, und dann entsteht ein Betrugsmodell. Und aus diesem Grund kann Neptun diesen Betrug oder Täuschung auch hervorrufen. Also ein bisschen Vorsicht, nicht weil Neptun so ist, sondern durch diese traumhaft schöne, fantastische Erzählungen neigen wir dazu, all das zum Glauben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, und das erlebst im beruflichen Umfeld, hier im sechsten Lebensbereich. Saturn hütet die Schicksal und die Karma und bringt etwas in Form, sorgt dafür, dass wir Halt bekommen im Leben, Sicherheit, Stabilität und Struktur, aber belehrt uns auch. Das ist nicht immer einfach bei diesem großen Lehrmeister. Und das lernst du gerade, was deine Werte, dein Besitz und die Finanzen betrifft. Jupiter befindet sich auch im Schütze. Jupiter vergrößert etwas, bringt auch Glück. Das kann ein Glücksfall sein in die Finanzen, aber manchmal neigt Jupiter dazu, etwas übertreiben, und das kann auch hier in Finanzen sein, dass man mehr ausgibt, als man wollte. Mars befindet sich im Stier, und das ist ein Mann, und gerade hier im Bereich Partnerschaft. Venus ist die Liebesplanet, ist im Wassermann. Venus bedeutet aber auch Schönheit, Kreativität oder eine andere Frau. Hier im vierten Lebensbereich bedeutet, du verschönerst etwas zu Hause. Merkur ist auch im Wassermann. Und das kann bedeuten, dass du einfach die Ruhe möchtest, bist zurückgezogen, bist zu Hause und du lernst etwas. Kann auch bedeuten, du gründest etwas, und das hat mit Wissen was zu tun. Aber möglich ist es auch, dass hier um Verträge geht. Aber das hat mit dem Wohnsituation was zu tun. Sonne zeigt die Monatsthema, und das ist die Kinder hier im Fischen. Und jetzt haben wir noch Rahu und Ketu. Diese Mondknoten, sie bewegen sich auch. Ketu zeigt alte Karma, alte karmischen Erinnerungen. Ketu ist im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze und sogar noch 2020 auch. Und hier hast du Erinnerungen an die früheren Leben, karmischen Themen. Und das bedeutet deine Werte, deine Wertschätzung, Besitz und Finanzen. Und die aufsteigende Mondknoten oder Rahu, wo deine Seele braucht, diesen Weg zu gehen, weil das dich befreit, und das sollst du auch mal kennenlernen und lernst auch einiges hier in Zwillingen. Und das aktiviert Themen, auch karmische Themen, aber das ist eine neue Richtung. Themen wie Erbschaft, Investitionen, die Finanzen in Ordnung zu bringen, außerdem Thema wie Sexualität und Loslassen. All das, was im Weg steht, entweder Gewohnheiten oder Denkmuster oder Kontakte oder Gefühle. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, hat auch einen Sinn. Dann sollen wir nicht so stürmisch handeln, sondern noch überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, oder noch etwas überprüfen.
Rückläufigkeit löst auch aus karmischen Themen was mit Vergangenheit was zu tun. Oder die Vergangenheit, unsere Kindheit, Jugend. Oft sind gleiche Themen, was schon in Vergangenheit passierte. 11. April ist Jupiter rückläufig. Und das bedeutet, halte die Geld zusammen, gib nicht so viel aus. 25. April ist Pluto rückläufig und das sind Themen, überlegen, was sollst du verabschieden, loslassen, damit du die Werte zusammenhalten kannst. Und diese Nachdenklichkeit hat auch mit Vergangenheit auch was zu tun. 30. April wird Saturn rückläufig und zeigt auch, hier hast du auch Themen, was du lernst gerade, aufräumen von Vergangenheit, was deine Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen betrifft. Dann die Mondposition. 19. April ist Vollmond im Waage, das beleuchtet etwas und das sind die Geheimnisse des Lebens oder hast du geheime Feinde und da kommt die Wahrheit ins Licht. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond eine Spannung hat und die beiden Lichter haben einen Einfluss auf unseren Alltag, auch Einfluss auf unsere Gefühle und diese Spannung spüren wir auch. Löst auch Unsicherheit aus, Nervosität. Und das hast du hier im Steinbock und das bedeutet Spannung mit Geschwister oder Verwandten oder all diese Themen, was zum dritten Lebensbereich gehört. Mai 2019, Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Das kann bedeuten, dass die Glück kehrt zurück in dein Leben oder etwas oder jemand kehrt zurück und das trifft dich persönlich. Merkur und Venus ist im Fischen. Und das kann Gespräche sein mit Kindern oder deine Kreativität kommt hier in Vorschein. Venus wäre die Schönheit, Merkur ist die Sprache. Vielleicht schreibst du etwas und das kann solche Themen hier auslösen. Und Sonne befindet sich im Widder, Monatsthema ist Arbeit und Gesundheit. 4. Mai ist Neumond im Widder, das heißt Neumond, Nachdenklichkeit, Rückzug, Meditation über die Arbeit. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, Spannung auf Reisen oder Unsicherheit in Spiritualität, welche Richtung soll ich mich bewegen? 18. Mai ist Vollmond im Waage, beleuchtet die Geheimnisse. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder Spannung mit Verwandten, Nachbarn oder wenn das um Wissen vermitteln geht oder aneignen, da ist auch eine gewisse Unsicherheit. Juni 2019. Venus ist im Widder und das kann bedeuten, das ist Harmonie in Arbeit oder du arbeitest kreativ oder hast du Kontakt zu einer Frau im Bereich Arbeit oder Gesundheit. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Partnerschaft. Hier kommen bei Merkur-Energie die Gespräche oder meldet sich jemand. Und Mars ist in den Zwillingen und das bedeutet, du brauchst die innere Kraft und in dieser Kraft zu bleiben und alles loslassen, verabschieden, was diese Kraft raubt.
oder einer männlichen Person und Thema ist die Intimität. Juni passiert was sehr Wichtiges hier im Schütze. Ketu, ein rückläufiges Saturn, was sowieso mit unserem Schicksal und unserem Karma was zu tun hat, ist auch rückläufig, zeigt Vergangenheit. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch Vergangenheit. Und das sind karmische Themen, weil Pluto und Saturn befindet sich in diesem Knoten, löst was aus. Das hat alles mit Vergangenheit was zu tun. Thema ist Werte, Wertschätzung, Besitz, Finanzen. 22. Juni ist Neptun rückläufig und das heißt, deine Träume kannst du noch nicht verwirklichen oder sollst du noch überlegen, ob das richtig ist oder nicht. Oder kommen die Erinnerungen und du spürst diese Kreativität. 3. Juni ist Neumond im Stier und das bedeutet, nachdenklich zu sein über die Partnerschaft oder dass du mit deinem Partner zurückziehst und genießt diese Zweisamkeit. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, hier ganz oben, und das bedeutet, du hast das Gefühl, du bekommst zu wenig Anerkennung, bist du übersehen oder Spannung in die Arbeit. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, da kommst du in Geltung, bist du wahrgenommen. 25. Juni ist Halbmond im Fische, Spannung mit Kindern oder kommen Kindheitserinnerungen, löst Unsicherheit aus oder möchtest etwas gestalten und es klappt nicht wirklich so, wie du möchtest. Juli 2019. Sonne und Venus ist in den Zwillingen, Mars und Merkur ist im Krebs. Monatsthema ist Wandlung, Erneuerungsprozesse, Transformation, betrifft deine weibliche Energie. Und Mars, Merkur im 9. Haus, entweder du lernst was Neues, du setzt deine Kraft ein oder hast du Gespräche mit einer männlichen Person von Ausland. Kann auch bedeuten, dass du Fremdsprache lernst und da setzt du deine Kraft ein. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Das kann sein, dass du bei einem Vertrag noch etwas überprüfen sollst. Oder du wartest auf einen Termin und das zögert sich. Oder das meldet sich jemand von Vergangenheit und du bekommst eine Nachricht. 2. Juli ist Neumond in den Zwillingen. Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit, wovon sollst du verabschieden? Was raubt dir Kraft, Energie? 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Unsicherheit, was deine Träume, Sehnsüchte und Wünsche betrifft. Du neigst dazu, das zum Aufgeben oder Spannung mit Freunden. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Thema sind Werte und Finanzen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, Spannung mit Kindern oder du möchtest kreativ arbeiten und klappt es in diesem Tag nicht. August 2019. Merkur ist in den Zwillingen. Das kann Terminen bedeuten bei Ämtern oder dass du in dieser Transformation bist, wo vieles loslassen kannst
und Merkur erinnert dich an die Kindheit und Jugend. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsenergie ist eine Reise, Ausland, Auslandskontakte, Bildung oder Spiritualität. Bei Mars und Venus geht es um Liebe. Das ist die beiden Liebesplanet, ein Liebespaar Mars und Venus. Und das kann bedeuten, dass du eine Reise planst mit deinem Partner oder die Liebe im Ausland. 1. August ist Neumond im Krebs. Das ist diese Nachdenklichkeit über eine Reise. Wohin geht die Reise? 7. August ist Halbmond im Waage. Halbmond löst Nervosität aus und dann ist es wichtig, dass du zurückziehst, zum Ruhe kommst. 12. Lebensbereich ist hier Rückzug. 15. August ist Vollmond im Steinbock und das bedeutet die Kontakte zu Verwandten. Dann kommen die Erinnerungen von Schulzeit oder du hast Klarheit, was möchtest du lernen oder welche Wissen, welche Informationen sollst du vermitteln. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung in die Arbeit. 30. August ist Neumond im Löwe, Rückzug, Nachdenklichkeit, was sind deine Ziele, wie erreichst du das, wie bekommst du Anerkennung, wo liegen deine Berufung und bestrahlt wird in diesem Tag von Regulus. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, die Stern, die Könige und Herrscher, und zeigt unserem Herz, weil Regulus ist der Herz der Löwe. Das zum Öffnen, weil alles, was wir lieben, ist in unserem Herzen geschrieben. Und bei diesem Neumond ist wichtig diese Nachdenklichkeit. September 2019. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe und das aktiviert Themen wie Anerkennung, Themen wie Zielerreichung, Themen wie Berufung. 19. September wird Saturn direktläufig, hier im zweiten Lebensbereich. Und das bedeutet, bis dahin war das alles so gebremst oder musste man Vergangenheit noch klären und dann plötzlich dreht sich um und geht alles voran und es kann eine großartige Unterstützung sein, was deine Finanzen betrifft. Dreht sich die Richtung. 6. September ist Halbmond im Skorpion, eine unsichere Auftreten. 14. September ist Vollmond im Wassermann und das bedeutet die Wohnsituation. 22. September ist Halbmond im Stier, bist unsicher an dieser Liebe oder hast Spannung mit deinem Partner. 28. September ist Neumond im Löwe, wieder diese Nachdenklichkeit, wie erreichst du deine Ziele, was ist deine Berufung. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Mars und Venus ist der Liebesplanet. Und hier sind deine Wünsche, Sehnsüchte und das ist auch die Monatsthema. Und Merkur ist im Waage. Merkur löst hier aus im 12. Lebensbereich, dass du etwas untersuchst. Oder du möchtest wissen, die tiefe Geheimnisse des Lebens. Kann auch bedeuten, dass du Geheimnisse hast und das sollst du bewahren, schweigen. Halte das zurück. Kann auch bedeuten, dass jemand ihre oder seine Geheimnisse erzählt. Kann auch bedeuten, dass du eine geheime Feinde hast und
Diejenige redet über dich hinter deinen Rücken. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. In diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, kein Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, wird beleuchtet Thema Kindheit, Kreativität. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge und das ist die Thema Loslassen. Und bei diesem Halbmond neigt man dazu, versuchen etwas festzuhalten. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, die Nachdenklichkeit, welche Wünsche hast, was möchtest du erreichen, was ist erreichbar und nachdenklich sein über deinen Freundeskreis. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen? November. Sonne ist im Waage. Dann wirst du etwas klar und deutlich erkennen und schaust in die Tiefe und versuchst erforschen die Gründe, die Ursache an etwas. Merkur und Venus ist im Skorpion und das heißt, deine Weiblichkeit kommt im Ausdruck, kann auch bedeuten, dass du änderst etwas in dein Aussehen. Und Merkur zeigt dein Wissen, deine Intelligenz, die Gespräche, das wird auch wahrgenommen, das aktiviert, also hast viele Kontakte. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist dann direkt läufig und ändert die Richtung. 28. November wird Neptun direkt läufig. Deine Träume werden wahr, vorausgesetzt ist, dass du daran glaubst. Endlich kommt etwas in Bewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Spannung mit Verwandten. Dann hast du auch Konkurrenten, dann musst du dich behaupten, das ist gar nicht einfach. 12. November ist Vollmond im Widder und es wird ganz voll und ganz beleuchtet, deine beruflichen Situation, deinen Pflichten oder Gesundheit. 19. November ist Halbmond im Krebs, die Frage wieder, wohin geht die Reise, aber diese Unsicherheit dabei. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug, Meditation hier im Waage. Dezember 2019. Jupiter übergeht im Schütze, bringt dir Glück, finanzielles Glück, aber Jupiter neigt auch dazu, etwas zu übertreiben, also da muss auch drauf achten. Also du kannst die Finanzen verbessern, schon, Jupiter bringt dir diese Chancen, Möglichkeiten, auch Glücksfälle, Gewinnchancen. Aber manchmal gibt es so Momente, wo diese Jupiter-Energie dazu bewegt, dass man unüberlegt vielleicht mehr Geld ausgibt. Man übertreibt man etwas. Jupiter vergrößert immer etwas. Mars und Merkur ist im Waage. Und das kann bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie reden über dich und dann brauchst du die Mars-Energie, dich zum Wehren. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist dein Selbst und es kommt im Glanz. Und Venus befindet sich im Schütze, bringt auch Glück. Jupiter ist das große Glück, Venus ist die kleine Glück, beide zusammen ist sehr viel Glück
und das hast du im Finanzen am Dezember. Aber kann auch auslösen, dass du was Schönes kaufen möchtest, gibst Geld aus, aber dann achte darauf, dass du das nicht übertreibst. Vierter Dezember ist Halbmond im Wassermann. Das kann bedeuten, das ist zu viel Hektik, Nervosität in Umgebung und du möchtest lieber zurückziehen und genießt dein Zuhause. Kann auch eine gewisse Spannung zu Hause sein oder kleine Reparatur. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, das bedeutet Thema Partnerschaft. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe und das löst aus, dass du das Gefühl bekommst, du hast zu wenig Anerkennung oder bist du übersehen oder Spannung in die Arbeit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, überlegen, nachdenken über die Finanzen. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du Sport machst oder bist sehr beweglich oder in dein Leben bewegt sich sehr viel. Kann auch bedeuten, dass du Kraft zeigst und musst du dich behaupten. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, sogar auf dein Aussehen. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Finanzen und Werte. Bei Merkur-Energie lernst du das in dieser Zeit oder unterschreibst einen Vertrag, was mit Finanzen was zu tun. Kann auch bedeuten, dass du um die Buchhaltung kümmerst oder dass du veröffentlichst ein Buch oder hältst Seminare und kommt Geld rein. Venus ist im Steinbock, das ist ein Venus-Wiederkehr, hier, so wie in deinem Geburtshoroskop auch. Das ist deine Weiblichkeit, deine Kreativität. Kommt hier im Vorschein. Februar 2020, Mars bleibt in Skorpion. Venus-Merkur ist im Wassermann. Und das bedeutet, du verschönerst etwas zu Hause oder du unterschreibst du einen Vertrag und das bringt dir Glück. Dieser Vertrag kann mit einer Frau abgeschlossen werden oder löst aus, dass du verschönerst zu Hause etwas und ziehst du dich zurück und genießt dein Zuhause und liest du etwas oder lernst du etwas oder kommt eine gute Nachricht ins Haus. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Verwandten, Geschwister, Wissen aneignen oder vermitteln, Austausch von Informationen. März 2020. Mars ist im Schütze. Das löst aus, entweder, dass du dich behaupten musst finanziell oder kämpfst um Werte, Besitz und Geld. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person unterstützt dich finanziell. Saturn und Pluto ist im Steinbock und sie bleiben ziemlich lang hier im Steinbock. Und hier wirst du einiges lernen und auch loslassen, auch alten Muster. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist die Wohnsituation.
Bei Merkur-Energie kann um Gespräche diesbezüglich sein oder Vertrag. Kann auch bedeuten, dass du zu Hause arbeitest und vorbereitest etwas oder schreibst du ein Buch, ist auch möglich. Oder kommt eine wichtige Nachricht und da klärt sich etwas aus auf dem Wohnsituation. Und Venus ist im Widder und das bedeutet, es ist Harmonie im Arbeit oder bist du kreativ oder hast du Kontakt mit einer Frau im beruflichen Umfeld, das kann auch ihr Beruf sein. Liebe Damasia, so könnte ich dieses Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.